Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Experte für Apple-Produkte, App-Entwicklung und IT-Full-Service. Erste Halbzeit eine starke Dortmund. Also wir sind gut reingekommen, auch mit dem Standard dann gefühlt. Aber dann eine Mannschaft, und das war das, was ich euch schon gesagt habe am Donnerstag, die richtig geil Fußball spielen, die gallig sind, und wir, naja, so ein bisschen, da war noch ein bisschen was von letzter Woche im Hinterkopf, hatten ein bisschen Probleme. Aber ich glaube, viele Mannschaften in dieser Liga haben dieses Jahr Spiele gewonnen, vielleicht die auch aufsteigen durch Standards. Und da haben wir uns wirklich jetzt in den letzten Wochen verbessert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da fallen 40-50% der Tore im Schnitt in der dritten Liga. Und dadurch waren wir in Führung geblieben und wir wussten, die Dortmunder müssen mit aller Macht. Dann das 3-1, so ein Punkt, wo du dachtest, ganz schöner Knacks für die. War auch so. Denke ich, auch gut rausgespielt. Habe ich in dem Moment eine gute Vorarbeit gemacht und ich glaube, 10 Minuten später sinnlos uns ein bisschen Schwulitäten gebracht durch einen Pass, den du so nicht spielen darfst. Den spielst du, wenn du zwei Gedanken im Kopf hast. Ich wollte eigentlich lang und einfach spielen. Im letzten Moment so, ach komm, spiel Luca an. War Quatsch. Können wir zwar trotzdem noch klären, aber und dann schwimmst du die mit allen nach vorne, die Keeper nach vorne. Das hast du zweimal im Jahr, so eine Situation. Im Endeffekt haben wir sie hinten gut bereinigt, müssen halt einen Konter machen, dann ist das Ding gegessen hier. Ja, ich denke, wir hätten es vorher entscheiden können. Ich denke, wir hatten ein, zwei gute Kontersituationen, wo wir halt früher vielleicht noch die Entscheidung machen müssen. Ich denke, das 3-1 kam uns schon entgegen. Aber dann haben wir auch wieder dumme Fouls gemacht. Ich weiß nicht, ob es jedes Mal ein Foul war. Aber ja, dann gab es einige Standardsituationen, halt, wo nochmal brenzlig wurden. Aber ja, schlussendlich sind wir froh über die 3 Punkte. Ja, also wir haben sehr guten Fußball gespielt, die Dortmunder haben uns zeitig angelaufen und viel Druck gemacht. Und ja, sind halt froh, dass es noch vor der Halbzeit geklappt hat, das 2-1. Und ich glaube, vor der Halbzeit ist sowieso für einen Gegner eklig immer. Ja, ich glaube schon, dass es zeigt, dass wir nicht alles Flachzangen sind, so wie es eine Zeit lang auch nach außen dastand. Was wir auch selbst verschuldet haben, habe ich immer gesagt. Ich glaube, da sind Leute dabei, die wirklich kicken können, die auch kämpfen können, die wollen. Es kristallisiert sich jetzt heraus, wer das kann und wer nicht. Und ich glaube, dass wir gut damit fahren, einen Teil dieser Mannschaft zusammenzuhalten und punktuell uns verstärken, weil über eine ganze Saison haben wir es nicht abgerufen gekriegt. Es stimmt halt im Team, wir spielen wieder normalen Fußball. Wir haben Anfang der Saison, hatten leider eine Negativserie, regt uns selbst auf, aber jetzt spielen wir halt wieder den Fußball, den wir in der Hinserie gespielt haben. Ich denke, wir haben gesehen, dass es geht. Wir haben halt viele Punkte unnötig verschenkt, auch weil wir halt nicht gut gespielt haben, aber ja. Jetzt blicken wir aufs nächste Jahr. Klar, gegen Rostock steht nochmal für uns auch ein Derby, ein Kracher an, wo wir nochmal alles reinwerfen wollen vom Sommerurlaub und ja. Das motiviert, glaube ich, einen, das beflügelt einen, was dort auf mich drauf zukommt, und ich habe Bock, dorthin zu fahren. Keine Ahnung, wer das nicht hätte, aber ich glaube, da hat jeder Lust drauf. Und dann werden wir sehen, was da kommt. Ich habe auch die Wohnung da, wo der Herr Wormuth mich angerufen hat, zusammengeschrien, habe mich gefreut darüber, weil es ist halt nicht normal, dass jeder zur WM mitfahren darf, und hoffe, dass ich ein paar Einsätze bekomme, und dann werden wir sehen.